So, liebe Brunnenbauinteressierten, heute am 14. Januar hat Sven Hinrichs und Patrick haben mit einem neuen Bohrkopf und dieser Bohrmaschine ein etwas über 60 Meter tiefes Probeloch gebohrt. Und wir können euch das ganz kurz, wollen euch das ganz kurz erklären, und das ist irgendwie auch schon wieder kalt und dann muss ich auch schon wieder los. Also hier, das ist das Bohrgut bei Null. Das ist normaler Lehmboden. Und umso tiefer wir kommen, alle 3 Meter ist eine Bohre, kommt Geschiebemergel. Und hier vorne ist dann irgendwie, das ist 30, 33, 36, 38, 41. Hier bei 41 Metern kommt so ein bisschen sandiges Zeug. Und hier sieht man richtig, hier kommt eine ungefähr 9 Meter starke Sandschicht. Und aus dieser Sandschicht werden wir Wasser gewinnen. Habe ich das richtig gesagt? Fast. Bei 45 Metern. Bei 45 Metern kommt Sand und wir werden den Brunnen, den Filter irgendwo zwischen 50 und 60 Meter reinhängen, so wie er beim Bohren die beste Schicht findet. Und wenn man noch ein bisschen tiefer bohrt, dann kommen wir schon bei etwas über 60 Metern, kommen wir auf Ton, und in 1 Million Jahren ist da Kohle, falls es irgendeinen interessiert. Genau. Und am Ende haben wir nochmal Sand. Also es kommt nachher nochmal eine Sandschicht, die aber zeitlich gesehen noch älter ist. Unter der Kohle kommt dann noch älterer Sand, aber das wollen wir nicht. Also wir sind verhalten positiv. Jetzt wird das Loch aufgeweitet. Je nachdem, wie weit heute gekommen wird, werden wir ungefähr bis 40 Meter bohren. Dann wahrscheinlich, je nachdem, wird ja auch bald dunkel, morgen die restlichen paar Meter in den Sand rein und den Brunnen stellen. Richtig? Genau. So. Und wenn noch einer was wissen will, kommt morgen vorbei, fragt, aber geht uns jetzt nicht auf den Sack, wir müssen arbeiten.